So, und hiermit willkommen zurück zu Professor Layton und die verlorene Zukunft. Okay, wir sollen zurück in den Uhrengeschäften. Na, hoffentlich finden wir es. Es ist schon etwas her, ne? Und immer schön mit den Leuten reden. Oh, ich wäre so gerne wieder zu Hause. Ich will meine Familie wiedersehen. Oh, bist du auch in der Zukunft gelandet? Immer mal wieder mit den Leuten reden, vielleicht haben die ja etwas, vielleicht haben die ja neue Rätsel, ne? Das wollte ich sagen. Bei meinem trotzigen Wachstehen wagt es gewöhnlich niemand mir zu nahe zu kommen. Lehmen. Tragischerweise habe ich dadurch rein gar nichts zu tun. Egal. Denke ich mir eben neue Rätsel aus. Ja, gib mir doch ein Rätsel. Und gib mir doch ein Rätsel. Eines Tages werde ich Professor für Rätselkunde. Summa cum laude. Seht euch bloß vor. Okay, okay. I guess. Nehmen wir den Pfad, der nach Westen führt. Nach Westen? Führt dieser Weg ebenfalls zur Midland Road? Das tut er, und zwar in der Hälfte der Zeit. Okay, das ist natürlich dann easy peasy. Du hast doch bestimmt jetzt ein Rätsel für mich. Was schaust du mich so an, kleiner Junge? Einfach so, pardon. Ich wollte Ihnen nur gerade einen guten Tag wünschen. Ganz schön mutig von dir, mich einfach so anzusprechen. Geradezu komisch. So köstlich habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Hier ist ein Rätsel für dich, Junge. Los, zeig mir, ob du so viel Grips wie Mut hast. Okay. Wer hat die Jacke? Und ich frage, wer hat Taschentuch? Ah, da. Vier Kinder haben bis zum Anbruch der Dunkelheit im Park gespielt und sind hastig nach Hause aufgebrochen. In der Hektik sind ihre Jacken durcheinander gekommen. Ich habe meine Jacke wohl im Park liegen lassen, sagt A. Nanu, in dieser Jacke steht ja der Name von A. Moment mal, ich hatte doch gerade keine Jacke dabei. Wem gehört dann die hier? Das ist ja gar nicht meine Jacke. Okay, wer hat die Jacke von D? Okay, warte. Eine Sekunde bitte, ich bin gleich wieder da. So, okay. Notiz, also B hat die Jacke vom A. C hat keine Jacke. D trägt seine Jacke nicht, also hat der die vom B. Und die zufolge hat C die Jacke von D. Wie wäre es hiermit? Laytons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Gut kombiniert. C hat Zern. A, B und D hatten alle Jacken dabei. B trägt die von A, bleiben die von B und D. Aber da D nicht seine eigene trägt, muss er die von B anhaben. Folglich trägt C die Jacke von D. Das hier darf eine Lehre sein. Wer auf seine Sachen aufpasst, erspart sich Kopfzerbrechen. Oh, Bilderbuch, aber ich möchte erstmal. Nein. Bestimmt ist der Ausblick von dieser Terrasse atemberaubend. Ja, das Panorama ist nicht zu verachten, aber die Zeit drängt. Auf zum Uhrenladen. Nö. Möchte erst hier die Hinweismünzen. Hinweismünzen? Hinweismünzen? Gibt's ja keine Hinweismünzen? Doch, da. Mit dir wollte ich eigentlich gar nicht reden. Keine Hinweismünze für mich, danke. Ich hatte eben in dem Bilderbuch. Okay. Okay. Eigentlich muss ich doch nur gucken, ob der was sagt.
Ah, ein Getränk, s'il vous plaît, sprach Kunde Nummer 3. Da ist er doch. So. Den kennen wir doch schon alle aus den letzten beiden Teilen. Okay. Gibst du mich wirklich hier nur eine Hinweismünze? Das finde ich nicht okay. Na gut, dann halt eben nicht. Dann gehe ich halt eben weiter, ne? Die Midland Road ist auf der anderen Seite des Tors dort. Ich renne vor und öffne es. Hey, das Tor ist verschlossen. Verschlossen, das kann nicht sein. Tritt mal zur Seite, Luke. Ich kriege es schon auf. Seltsam. Es ist tatsächlich verriegelt. Schaut mal, jetzt bei. Auf dem Tor ist ein merkwürdiges Zahlenschloss angebracht. Rätsel Nummer 40. Gleichungs. Nein, keine Gleichungen. Damit dieses Tor sich öffnet, müssen vier Ziffern so eingesetzt werden, dass sämtliche Gleichungen stimmen. Siehst du die senkrecht ausgerichteten Gleichheitszeichen? Diese bedeuten, dass jede Ziffer, die an einem leeren Platz gesetzt wird, sowohl in der oberen als auch in der unteren Gleichung an der entsprechenden Stelle steht. Okay. Ich bin verwirrt. Okay, jetzt bin ich verwirrt. I am verwirrt. Siehst du die senkrecht ausgerichteten Gleichheitszeichen? Diese bedeuten, dass jede Ziffer, die in einen leeren Platz gesetzt wird, sowohl in der oberen als auch unteren Gleichung an der entsprechenden Stelle steht. Okay. What do you want from me now? Matt am späten Abend. I love it not. Gar nicht so leicht, die richtigen Ziffern auszuwählen, obwohl nur vier Lücken zu füllen sind, oder? Probiere zunächst einfach verschiedene Möglichkeiten. Ja, danke. Danke für den Tipp und danke für die unnötigen Münzverschwendung. Was für eine Nuss hier. Hmm.
Machen wir mal so. Einmal zwei sind zwei. Drei plus vier sind sieben, das passt schon mal nicht. Das sind schon mal drei. Lass dich hinhauen, zwei, was auch da nicht hinkommt, also machen wir mal so. Zwei mal drei sind sechs. Kriegt mal hier nochmal sechs mit eins und die fünf. Zwei plus drei sind fünf, fünf mal eins sind fünf. Okay, dann. So vielleicht. Hier meine Lösung. Da lag ich wohl goldrichtig. Überschreibung will ich mir nicht antun. Hervorragende Arbeit, großer Luke. Ich glaube, für Glückwünsche ist es zu früh, Professor. Das Tor will sich immer noch nicht öffnen. Aber wenn es nicht vom Rätselschloss versperrt gehalten wurde, von was dann? Tja, ich glaube, es wird Zeit für Plan B. Es mag eine etwas triviale Art sein, das Problem zu lösen, aber hilft dir mal kurz, das Tor aufzustemmen? Natürlich, wir scheinen ohnehin wenig Alternativen zu haben. Seid ihr bereit? Alle zusammen. Achtung und fertig. Los. Autsch. Nanu, wer liegt denn hier so ausgestreckt auf dem Boden? Kaum zu glauben, aber unser Freund hat anscheinend schlafend an dem Tor gestanden. Tja, das beweist umso mehr, dass jedes Rätsel eine Lösung hat, selbst wenn es manchmal jemanden dabei von den Füßen fegt. Ui, denken Sie lieber schnell weiter, Professor. Der Gefegte kommt nämlich gerade schnurstracks auf uns zu und sieht sehr wütend aus. Hey, was fällt euch ein? Mein Lieblingsschlaftor aufzutreten. Es hat nicht nur wehgetan, nein, ihr habt mich auch noch aus meinem Nickerchen gerissen. Wir sind untröstlich, werter Herr. Wir hatten ja keine Ahnung, dass wir auf der anderen Seite standen. Sie waren das. Oh je, ihr Hut. Mir wird schon wieder furchtbar mulmig. Nein, mir ist gar nicht wohl. Ich mache mich besser schnurig auf den Nachhauseweg. Und schon wieder habe ich diesen Mann verscheucht. Ich will es mir nicht so zu Herzen nehmen, Professor. Konzentrieren wir uns lieber darauf, zum Uhrenladen zu kommen. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Sagen Sie, waren Sie schon in dem verfallenen Geschäft südlich von hier? Dort soll eine große, überaus merkwürdige Blume stehen. Hm. Was wäre denn an dieser Blume so merkwürdig? Sie scheint Rätsel anzuziehen, die von ihrem angestammten Platz verschwunden sind. Eine Venus-Fliegenfalle für Rätsel, meinst du? Den Gerüchten nach schon, in gewissem Sinne zumindest. Ich selbst habe sie nie gesehen. Aber wenn es stimmt, können wir dort sicher alle Rätsel finden, die wir übersehen haben. Wir sollten mal einen Blick in den Laden werfen, der solch eine ertragreiche Bedingung verheißt. Was sagen Sie, Professor? Na, was haben wir denn schon zu verlieren? Der Laden ist gleich dort drüben. Und es wäre sicher sehr nützlich, verlorene Rätsel lösen zu können. Worauf warten wir denn noch? Auf geht's. Ja, ich möchte aber erstmal hier rein. Okay, du hast kein Rätsel für mich. Du auch nicht. Okay, dann können wir auch direkt weiter. Dann kommen wir direkt weiter. So. Vorsicht, Professor! Eine Biene! Bleib ruhig, Luke. Bienen tun einem nichts, wenn man sie nicht reizt. Na, hoffentlich haben sie recht. Diese hier scheint mir aber ein äußerst eigentümliches Exemplar zu sein. Will. Nun, hoppala. Ich kann es versuchen. Da habe ich ein bisschen zu schnell weitergeklickt. Hört, hört, was Meister Krempe da sagt. Der Mann hat ein Auge für Drohnen von Format. Hui, du bist ja wirklich ein ganz besonderes Bienchen. Sagte ich doch, du Naseweiß. Obwohl die ganze Beachtung manchmal ziemlich nervt.
Du würdest wohl weniger auffallen, wenn du nicht sprechen würdest. Hat er recht. Ja doch, klar doch. Hör mal, du gerne groß. Ich hab euch was zu sagen. Die ganzen Rätsel, die ihr nicht löst, die gehen nicht einfach verloren. Sie landen alle hier bei mir. Irgendwas an mir zieht sie wohl an oder so. Moment, Moment. Du machst also eigentlich genau dasselbe wie Oma Enigma? Wie wer? Kenn ich nicht. Bienke ist mein Name und weh, du vergleichst mich nochmal mit deiner Oma. Ich erzähl dir jetzt, wie man sich die Rätselliste anschaut. Also, sperr die Löffel auf. Ich bin ganz Ohr. Fein. Ihr berührt einfach die Blume da hinter mir und schon seht ihr all meine Rätsel. So einfach ist das. Wenn ihr also mal dringend ein paar Rätsel lösen wollt, die ihr übersehen habt, dann kommt zu mir. War das klar genug? Oder muss ich's euch einpieksen? Nein, es war wirklich eine stichhaltige Erklärung. Ich lach mich weg. Dann ist ja gut. Viel Spaß beim Rätselknacken. Ich brumme hier herum, wenn ihr mich mal braucht. Ich lach mich weg. Blumen sind was Faszinierendes. Irgendwie ziehen sie Knobeleien und Rätselkram magisch an. Ich weiß, aber Augen auf. Gleich werdet ihr es sehen. Hier gibt es gerade keine neue Rätsel zu lösen. Okay, dann können wir auch direkt hier wieder raus. Wir können ja auch gleich mal mit unserem Papagei spielen. Hey, Logic Bird, los, wir spielen. Ja, finde ich auch gut. Siehst du diesen Apfel? Bring ihn zu mir. Kannst du das? Aber krach. So, liebes bisschen. So, der fliegt dann hier, hier. Hier und dann. Das müsste eigentlich funktionieren. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss hier auch noch eins sein. Wie? Geschafft. Okay. Große Klasse. Das hast du ja mit links geschafft. Große Klasse, große Klasse. Wenn du ihn nochmal tragen willst, brauchst du nur mal zu krächzen, in Ordnung? Krächze gerade doch. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Okay, du hast kein Rätsel für mich. Okay. Da ist der Uhrenladen. Vorhin war die Tür verschlossen und auf unser Klopfen hat niemand reagiert. Das liegt daran, dass ihr das geheime Klopfzeichen nicht kanntet. Hört mal. Hier rein spaziert. Nur zu, versucht jetzt mal die Tür zu öffnen. Offenbar ist niemand hier. Hihi, ho, sieh mal einer an, wer wieder da ist. Huch, haben sie mich vielleicht erschreckt. Ich sehe, du hast das geheime Klopfzeichen gelernt, mein Lieber. Eigentlich war ich es, der geklopft hat, Hora. Ist Tickle hier? Ah, da bist du ja, Luke. Tickle ist im Hinterzimmer. Oh, bist du etwa mit den Besitzern der Uhrenladens befreundet, Luke? Anscheinend habe ich versäumt, es zu erwähnen. Ja, Hora und Tickle haben mir die ganze Zeit über geholfen. Tickle kann euch die Lage sogar besser erläutern als ich. Klingt vernünftig. Lass uns hören, was er zu sagen hat. Ich möchte gucken, ob eventuell hier noch ein Rätsel auf uns wartet. Tickle schaut gerade an unserer großen Uhr herum. Okay. Okay. Dann lesen wir das ja auch nochmal vor. Tickle ist im Hinterzimmer. Er wird euch über Anfänge all unserer Zeitreisen unterrichten. Entschuldigt, dass ich euch so lange in Unwissenheit gelassen habe. Es war nie meine Absicht, euch Informationen vorzuenthalten. Ja, nee, ist klar. Du verheimlichst doch irgendetwas.
Ich dachte schon, dass ich Stimmen im Laden gehört habe. Schön, Sie wiederzusehen, Professor. Und, Luke, des Professors Lehrling. Ja, Luke, aber sicher. Tickley, würdest du bitte ein wenig über das Wurmloch und die Anfänge der Zeitreisen erzählen? Ich glaube, es würde helfen, wenn alle auf dem gleichen Wissensstand wären. Aber natürlich. Du da, Luke. Ich meine den kleinen Luke. Ja. Sage mir, Junge, nach was sieht dieses Geschäft hinter mir aus? Nach einer großen, sehr alten Uhr. Sehr richtig. Nach meinen Schätzungen müsste diese Uhr ungefähr 100 Jahre alt sein. Das alte Mädchen braucht sehr viel Zuneigung, um es am Laufen zu halten. Das nimmt dementsprechend viel Zeit in Anspruch. Eines Tages ölte ich gerade das Getriebe, als zwei Clanmitglieder hier einfielen. Hier sind wir. Das muss der Ort sein, von dem der Boss gesprochen hat. Ja, hey Boss. Hier steht eine Riesenuhr, so wie du gesagt hast. So voll antik, guck mal. Ihr zwei da, was hält euch an, in meinen Laden einzufallen? Hände weg von meiner Uhr. Ist klar, Opi, du bist der Letzte, der uns Befehle gibt. Weißt du etwa nicht, mit wem du es zu tun hast? Doch mit einer Rotte von Hohlbroten, die sich nicht aus meinem Laden verziehen will. Wenn ich du wäre, würde ich kleinere Brötchen backen, alter Mann. Und jetzt weg da, wir sind nicht zum Spaß hier und haben einen Zeitplan einzuhalten. Wie kommt ihr Vögel dazu, hier rumzuhängen? Merkt euch, macht euch ans Werk, aber Dolly. Wenn wir uns nicht an den Zeitplan halten, wird, ihr wisst schon wer, richtig böse. Voldemort? Tut uns leid, Bostro. Sind ja schon dabei, aber Opi hier macht uns die Arbeit nicht einfach. Sei kein Trottel. Du weißt doch, was wir mit Quertreibern machen. Raus auf die Straße mit ihm. Lasst mich los, ihr elenden Kanalien. Wir wollen doch nur einen kleinen Spaziergang unternehmen, Opi. Also schön ruhig Blut, mein Guter. Wagt es ja nicht, eure dreckigen Pfoten an meine Uhr zu legen, verstanden? Wir liegen voll im Zeitplan. Aber dieses Ding können wir erst zu dem Zeitpunkt einschalten, den uns der Boss genannt hat.